Denk an die Zeit, die du in Autos verbringst. Kurztrips, lange Reisen, Staus. Was passiert mit den Millionen Gedanken, die du hast, wenn du aus dem Fenster starrst? Ideen, die in deinem Anregungsmotor verbrennen und im Leerlauf enden, dem Unterbewusstsein. Ja, Ideen sind Energie und Energie verschwimmt nicht. Rasen himmelwärts in die Fantasiewelt, angetrieben von sind wir schon da, Erwartung. Zusammengeschweißt bilden sie einen Fluchtweg, gepflastert mit tollen Möglichkeiten. Eine immer weiter wachsende Arena voller Aufgaben mit Belohnungen jenseits etlichen Strebens. Ein Highway der Wachträume, Realität auf Fantasie erweckt. Hier kannst du dein Fantasie-Gaspedal voll durchtreten in einem Rennen der Freundschaft und Kreativität. Sackfiguren, startet eure Hirnmotoren, denn das ist Little Big Planet Karting. Die Fantasiesphäre ist die Energie, die den Little Big Planet mit allen Monden und Satelliten verbindet. Die Kraft ist so stark, dass selbst das Negativitron sie nicht brechen oder verbrauchen konnte. Doch sie braucht einen Wächter. Sie braucht einen Hüter. Sie braucht dich. Einen waschechten Little Big Planetarier. Ein Abenteurer, knallhart, konzentriert, rätselhaft. Ein Held. Opa, sie sind hier. Little Big Planet wird wieder einmal bedroht, diesmal von den raffgierigen Horter. Sie sind ein Schandfleck in der Landschaft der Fantasiesphäre. Die Horter plündern und sammeln Preise, Material und Objekte. Das tun sie nicht, um zu gestalten und zu teilen. Sie wollen einfach nur sammeln, stapeln, horten. Nein, Sektor, deine Beinchen mögen ja perfekt gestrickt sein, doch gegen die Lumpenrenner der Horter hast du keine Chance. Dieser Kampf wird in einer anderen Arena ausgetragen. Eine Rennstrecke. Du brauchst ein Fahrzeug, Junge. Aha! Knapp dir diesen Kart und lenke ihn. Schnell, junger Säckling, drück kräftig auf die Tube. Wir wissen, dass du die Mission ernst nehmen wirst. So halt wenigstens. Hat jemand Lust auf Fahrstunden? Die raffgierigen Horter sind einfach gestrickt, also dürfte einem cleveren Kerlchen wie dir das Fahren in einem ihrer Karts nicht allzu schwer fallen. Ich zeige dir einfach die Grundlagen und du saust schneller als ein Kuhfladen auf einer blank polierten Schaufel. Ein Controller-Überblick wäre nicht schlecht. Oh, möchtest du lieber mit der X-Taste oder der R2-Taste beschleunigen? Okay, die Grundlagen. Wenn du die Beschleunigen-Taste drückst, fährt dein Kart vorwärts. Halte sie gedrückt, um Speed drauf zu bekommen. In diesem Spiel kannst du verdammt schnell werden. Also lass die Taste los, wenn du vor einer Kurve abbremsen oder vollständig stehen bleiben willst. Mit der Bremsentaste geht das noch schneller, wenn du mal musst. Sobald du stehst, halte die Bremsentaste gedrückt, um rückwärts zu fahren. Du lenkst, indem du den linken Stick nach links oder rechts drückst. Oder mit Hilfe der Richtungstasten. So, wenn du mit dem ergonomischen Layout des Controllers zufrieden bist, verpasst. Großartig! Du hast deine Controller-Tasten gewählt und wir können weitermachen. Und wenn du sie später wieder ändern willst, kannst du dies jederzeit über das Pause-Menü oder das Einstellungen-Menü der Zentrale tun. Bei einem abgedrehten Kartrennen muss alles hundertprozentig stimmen. Hab ich recht, Sir? In der Kartsprache heißt Driften eine Kurve auf echt coole Weise zu fahren. Das heißt schleudern, aber kontrolliert und ohne das Theater beim Bremsen. Um zu driften, musst du in die Kurve einfahren, während du die Driften-Taste gedrückt hältst.
Der Kart fährt seitwärts und schleudert, in einer optisch ansprechenden Weise natürlich. Es empfiehlt sich, so lange zu driften, bis die Reifen brennen. Dann solltest du die Driften-Taste loslassen, um einen Boost zu erhalten. Alles klar soweit? Siehst du, das war hervorragendes Driften. Echt großartig und großartig. Der Boost wird durch die positiv denkenden Moleküle der Fantasiesphäre erzeugt, die das Driften entzündet. Je größer die Flamme, desto größer der Boost. Na, wer möchte gerne wissen, wie man gleichzeitig lenkt und driftet? Hm? Das mit den Driften klappt doch hervorragend. Jetzt kommen wir zum Driften, während du lenkst. Drück diesmal die Driften-Taste und lenke mit dem linken Stick. Denk dran, D und L, driften und lenken. Genau so, ich wusste es. Das war ein weiterer Grundstein für deine Karriere. Also, deine Fahrprüfung hast du mit wehenden Fahnen bestanden. Kommen wir jetzt zum Waffentraining. Nein, wir verlieren uns hier nicht in Exkursen über die Logik der Ballistik. Wir zeigen dir nur, wie du dir den Weg freischießen kannst. Siehe da, Waffenator. Ein cooler Apparat. Fahr hindurch, um ihn aufzuheben, dann kannst du Waffen sammeln. Immer wenn du eine erhältst, sieht Sackboy harter aus als ein 9 Jahre alter Käse und doppelt so gefährlich. Oh, gut eingesammelt, Nummer 1. Du bist jetzt mit dem Waffenator ausgerüstet. Er gibt die Waffen nach dem sogenannten RZ-Prinz. 2 Worte. Herrlich. Echt cooler Stil. Und jetzt lernst du, wie jeder Schuss ein Treffer wird. Ein Treffer bremst dich ab und reduziert die Kontrolle über deinen Kart. Also vermeide, getroffen zu werden. Und nun erhältst du, was wir hier eine Verteidigungswaffe nennen. Verteidigungswaffen sind etwas hinterhältig, weil du sie rückwärts einsetzt, um andere Fahrer zu bremsen oder Geschosse abzuwehren. Wenn du auf das angreifende Waffensymbol achtest, siehst du, dass es zu einem Schild wird. Dies ist der optimale Zeitpunkt zur Verteidigung, die Waffentaste zu drücken. Zeigt das Symbol einen Schild, feuert die Verteidigungswaffe nach hinten, um den Beschuss der Gegner abzufangen. Verdammte Mordbande. Das war schon fast sehr gut. Beim nächsten Mal schieß erst, wenn du den Schild siehst. Jetzt feuerst du aus allen Zylindern, du kleiner Sackgrenadier, du. Denk immer daran. Sobald du eine Waffe hast, kannst du sie einsetzen oder für eine Notsituation aufsparen. Du kannst den Schwierigkeitsgrad deines Spiels einstellen, weißt du. Normal ist deine 0815 Standardeinstellung. Nichts, mit dem du nicht klarkämst, aber... Glückwunsch! Ach Quatsch, was soll's? Herzlichen Glückwunsch! Du hast das ganze Lob verdient. Du hast so viel in so kurzer Zeit gelernt. Wenn ich es nicht besser wüsste, hielt ich dich für einen Roboter. Und falls du mal etwas vergisst oder Nachhilfe brauchst, schwing deine Säcklein in der Rückseite hierher und wir gehen alles nochmal durch. Dienst zu Diensten. Deine Zentrale ist dein Tor zu einer abgefahren guten Idee. Greife mit dem Controller auf den Zentralcomputer zu, dann kannst du Spiele wählen oder Sackfreunde suchen. Die Menütaste ist dein Kartschlüssel, wenn du so willst. Drück sie und das Abenteuer geht los.
Bei Little Big Planet Karting geht es um Spaß, Witz, Reise. Das Herz von Little Big Planet ist das Schaffen und Teilen. Aus. Das Rennen kann beginnen. Es ist Zeit für deinen ersten Vorstoß ins Fantasiekarten. Auf der Strecke gibt es kleine Gefahren in Form dieser gierigen Horter. Das sind Ganoven. Ihre Herausforderungen machen überall nur Ärger. Sie denken, sie sind so schnell in ihren Karts, lehnen sich heraus, fordern dich zum Rennen heraus und zeigen dir, was sie für eine lange Nase machen können. Denen zeigen wir's. Naja, we'll be right back.
Mann, oh Mann. Du bist wirklich ein echtes Kartnaturtalent. Du hast bis zum Anschlag Gas gegeben, habe ich recht? Deine Sekuhren müssen leuchten. Deine Sekuhren müssen leuchten, denn Susan und ich haben von deiner Leistung bisher geschwärmt. Sie meinte, du solltest das Minispiel mit dem Drift-Feature versuchen. Das ist klasse. Je länger du während des Rennens im Drift... Und denk daran, siehst du das neue Abzeichen? Du hast gerade deinen ersten Level freigeschaltet. Du Schlaumeier, aber bilde dir jetzt nichts ein. Dies ist ein Versus-Level. Jeder Säckling kämpft für sich allein. Schlage alle, jede Punktzahl und jede Zeit. Nimm keine Gefangenen. Und denk daran, halte immer die Augen nach Preisblasen auf. Die sind heutzutage überall. Hier drunter, da oben drauf, hier drunter.
Bye.
Deine Zentrale ist ein wenig schlicht. Sie reflektiert deine wunderbare Persönlichkeit nicht richtig. Ein dekadent dekoriertes Desaster. Eine krass kolorierte Kaskade. Betrachte mich. Höchste Zeit für eine Lektion über Ratten. Betrachte mich als eine Art GPS-Navi mit kryptischen Informationen und du hast den Bestimmungsort unserer Beziehung erreicht. Schlangenschrein zum Beispiel.
Mein lieber Zack-Freund, wenn Kokosnussmakronen in allen erdenklichen Größen. In diesem Minispiel geht's um Präzision und das Feuern von Waffen nach hinten oder über die Schulterballistik, wie Sackboy es nennt. Oh, apropos, falls du unterwegs eines dieser neuen Hüpfbretter siehst, fahr nicht vorbei, sondern nutze sie. Fahr darauf und du wirst gar wunderbar belohnt werden. Wie? Nun, sie werfen dich um.
haben. Blam, 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 blam. Sleeps love you, boop you. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Zone.
Sieh mal, das letzte Level-Abzeichen. Mir scheint, dass die unsichtbaren Temporalzecken die Zeit fliegen wieder an. Schalte die Klimaanlage ein, Sackboy. Dies ist eine Reise durch die Savannen Afrikas. Heiß, verschwitzt und staubig. Und we'll be right back.
Der Kampfspielmodus ist nicht so sinnlos, chaotisch und streitlustig, wie es klingt. Er...
Wir wussten vom ersten Augenblick an, dass du ein waschechter Little Big Planetarier bist. Es war klar, dass du etwas entdecken würdest, doch einen neuen Planeten? Wow! Das zieht einem die Wollsocken aus. Es empfiehlt sich jedoch, zuerst den Inhalt deiner Zentrale zu untersuchen. Dort sind Apparate, Krimskrams und Features, die... Das ist ein hochoktaniges Rennen im Grand Prix-Stil. Du erweist dich langsam als Kart-Commander der Kart-Force-Elite. Nicht mehr und nicht weniger. Oh nein.
Vergiss den Enterhaken nicht. Thank you.
got down door. By north, I am a world. Step out now to him, dear, it's an old world. The home of the world. It's an old world. Oh, door,
Thank you.
Dies ist eine Osterei. Thank you.